Dieses Foto kennen Sie bestimmt. Das ist das Foto von dieser ersten Mission, als Neil Armstrong und Buzz Aldrin zum ersten Mal auf dem Mond standen. Das Ziel dieser Mission war natürlich in erster Linie politisch. Die Amerikaner wollten zum ersten Mal oder die Erste sein, die auf dem Mond standen. Und das ist denen gelungen. Aber es war natürlich auch ein wissenschaftliches Ziel. Das Ziel war, um Material zu sammeln, auch vom Mond zurück zur Erde zu nehmen und dann dieses Material zu analysieren, in der Hoffnung, dass wir herausfinden können, wie der Mond entstanden ist und damit auch, wie die Erde entstanden ist. Der Mond, so wie wir das sehen täglich, wenn wir nachts rausgehen, ist, vor allem wenn es Vollmond ist, sowas wie man hier sieht. Und wenn man ganz genau schaut oder sogar ein Fernglas hat, dann sieht man interessante Strukturen auf dem Mond. Man sieht, es gibt ja hellere Teile hier. Sie sehen hellere Teile, aber Sie sehen auch etwas dunklere Teile. Und die dunkleren Teile, die werden Maren genannt. Und das ist das Wort für Meer. Und der Grund ist, dass die früher gedacht haben, dass das Meer, also dass es Wasser ist. Jetzt wissen wir, dass es kein Wasser ist. Es ist nur eine andere Art von Stein. Und es hat etwas mit der Ursprung von diesen Maren hat etwas mit Magma zu tun. Wir wissen auch, dass es nicht immer ein Vollmond ist. Manchmal ist der Mond auch nur teilweise beleuchtet von der Sonne. In diesem Fall ist sie von rechts unten beleuchtet. Und man sieht, ein Teil der Mond, der untere Teil, ist beleuchtet. Und dann gibt es einen Separator zwischen Tag und Nacht auf dem Mond. Und man sieht, wenn man ganz genau schaut, sieht man, dass dieser Separator nicht perfekt eine Linie ist, sondern man sieht gerade an diesem Separator, dass der Mond Relief hat. Es gibt ja kleine Berge und Täler und vor allem gibt es viele Krater auf dem Mond. Und das sieht man hier schon ganz deutlich. Der Mond ist ein Trabant der Erde. Der Mond dreht sich um die Erde, während die Erde sich um die Sonne dreht. Wenn wir mal ein bisschen einzoomen, das jetzt hier ist ein bisschen übertrieben gezeichnet. In Wirklichkeit ist es alles kleiner. Also der Mond ist ziemlich weit entfernt im Vergleich zu der Größe der Mond von der Erde. Also das hier ist ein Bild, was aufgenommen wurde von einer Raumsonde, der eigentlich eine ganz andere Mission hatte. Das war der Raumsonde Deep Impact. Und der Grund für diese Raumsonde war, um einen Kometen zu besuchen. Aber diese Raumsonde, der schon sehr weit entfernt von der Erde war, hat seine Kamera auf die Erde gerichtet. Und man sah dann, dass der Mond innerhalb von wenigen Stunden entlang der Erde gegangen ist. Und damit sieht man auch ganz deutlich, dass der Mond ein Stück kleiner ist als die Erde. Aber man sieht auch, dass der Mond eine ganz andere Farbe hat. Die Erde sieht ganz hell, blau, weiß aus. Der Mond ist eher ein schmutziger Steinklumpen. Also die Erde ist blau, weil es Wasser hat. Und weiß, weil es Wasserwolken hat. Und das ist, weil es eine Atmosphäre hat. Der Mond hat keine Atmosphäre und hat ganz viele Krater. Die Krater sind daher, weil es im frühen Sonnensystem ganz viele Aufschläge gab von Kometen und Asteroiden, die auf dem Mond eingeschlagen sind. Und man sieht diese Krater immer noch, nach vielen Milliarden Jahren. Bei der Erde sieht man das nicht mehr, weil die Erde hat eine Atmosphäre und viel Wasser. Und das Wasser und die Atmosphäre haben alle Krater auf der Erde schon längst weggewischt. Es gibt nur noch ein paar Krater, die ganz jung sind, die noch nicht weggewischt sind, aber die meisten Krater gibt es nicht mehr, wegen der Atmosphäre. Der Mond allerdings hat keine Atmosphäre und kein Wasser und deshalb hat der Mond ganz viele Krater noch vom ganz frühen Sonnensystem.
Jetzt stellt sich die Frage, wie der Mond entstanden ist. Also der Mond ist verhältnismäßig groß im Vergleich zu der Erde, wenn man es vergleicht zum Beispiel wie mit den Monden von Jupiter. Die Monde von Jupiter, wenn das Jupiter ist, sind die Monde von Jupiter ganz klein. Aber wenn das die Erde ist, dann ist der Mond ziemlich groß. Und deshalb ist der Mond schon mal etwas Besonderes. Und die Frage ist, warum ist das so? Warum gibt es diesen besonderen Mond hier bei unserer Erde? Es gibt drei große Theorien. Es gibt eigentlich mehrere Theorien, es gibt drei große Theorien. Die erste Theorie ist, dass der Mond und die Erde zusammen entstanden sind. Man kann sich vorstellen, es gab mal eine Riesenmenge Urmaterial, Urgestein, das zusammengeklumpt ist in zwei Körper. Einer war die Erde und der andere ist der Mond. Das ist eine Theorie. Die andere Theorie ist, dass es den Mond schon vorher gab und die Erde schon vorher, aber dass die Erde den Mond eingefangen hat und dass dann danach der Mond weiter um die Erde gedreht ist. Und die zwei Theorien stehen natürlich in starkem Kontrast. Eine Theorie sagt, Mond und Erde sind aus dem gleichen Material entstanden und auf gleiche Weise entstanden. Und die andere sagt, das sind total unterschiedliche Körper. Der Mond ist ein Fremdkörper und ist nur zu uns gekommen. Gibt es auch noch eine dritte Theorie, und zwar, dass der Mond und die Erde zusammen entstanden sind aus einem riesen Aufprall zweier Planeten. Jetzt müssen wir mal herausfinden, welche von diesen drei Theorien stimmt. Und dafür gibt es zum Beispiel die Apollo-Mission. Und das hier ist der Start der Apollo 11-Mission. Und diese Mission hat zum Beispiel viel Mondgestein zurückgebracht. Und das sind hier Beispiele von Mondgestein. Das ist hier ein Basaltstein an der linken Seite von der Apollo 15-Mission und kleinere Steinchen, Millimeter, Zentimeter groß von der Apollo 11-Mission. Und dieses Material kann man jetzt analysieren. Und eine der Dinge, die man herausgefunden hat, ist, dass das Material von dem Mond und von der Erde eine gewisse Ähnlichkeit hat. Und zwar, wenn man Sauerstoffatome betrachtet, dann haben die Sauerstoffatome die ähnliche Isotopenverhältnis. Was ist jetzt ein Isotop? Sauerstoff kennen wir alles, wir atmen es ein, jeden Tag, jede Sekunde. Aber es gibt verschiedene Arten von Sauerstoff. Es gibt Sauerstoff 16, Sauerstoff 17, Sauerstoff 18. Und wir würden den Unterschied nicht merken. Wenn dieser ganze Raum hier gefüllt ist mit Sauerstoff 18 oder mit Sauerstoff 16, wir würden das nicht merken. Die verhalten sich eigentlich perfekt ähnlich. Aber Sauerstoff 18 ist ein bisschen schwerer. Es hat zwei Neutronen mehr als Sauerstoff 16. Und das kann man analysieren. Und man stellt fest, dass in unserem Sonnensystem verschiedene Körper verschiedene Sauerstoffverhältnisse haben, Sauerstoffisotopenverhältnisse. Aber die Isotopverhältnisse von dem Material vom Mond und von Erde, die sind gleich. Das heißt, im Vergleich zu den anderen Körpern in unserem Sonnensystem sind der Mond und Erde sehr ähnlich vom Material her. Damit können wir schon ausschließen, dass der Mond ein Fremdkörper ist. Der Apollo-Mission hat auch Objekte, also Instrumente auf dem Mond hinterlassen. Zum Beispiel hier ein Reflektor. Und jetzt können wir mit einem Laserstrahl den Abstand zwischen unser Laserstrahlgerät und eine von diesen Reflektoren messen. Und zwar mit einer Präzision von 1 cm. Das heißt, wenn der Mond nur ein klein bisschen weiter gedreht ist oder sich ein bisschen anders verhält, kann man das bis auf 1 cm genau messen. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wenn der Zusammensetzung, der innere Struktur der Mond ein bisschen anders ist, als wenn wir das denken,
dann wird der Mond sich auch ein bisschen anders verhalten, wenn es um die Erde dreht. Die Gravitationskraft der Erde und die veränderliche Gravitationskraft der Erde wird sich auch ein bisschen anders auswirken auf den Mond. Und zwar, das sind zwar ganz kleine Effekte, aber da wir mit extrem hoher Präzision messen können, dieser Abstand zu vielen von, es ist nicht nur ein Reflektor, es sind viele Reflektoren. Jede Apollo-Mission hat einen Reflektor hinterlassen. Und damit können wir ganz genau feststellen, ob unsere Idee von wie der innere Struktur der Mond ist, ob das stimmt. Und wir können auch die innere Struktur der Erde können wir messen, indem wir Erdbeben ganz genau messen über die ganze Erde. Und damit können wir die innere Struktur der Erde messen. Und damit haben wir herausgefunden, dass die Erde einen großen Eisenkern hat. Der Mond hat aber nur einen ganz kleinen Eisenkern. Wenn wir das mal einzoomen hier, dann sehen Sie, dass der Eisenkern von der Erde ziemlich groß ist. Das ist 50% der Radius der Erde. Aber vom Mond ist der Eisenkern sehr klein. Es gibt einen Eisenkern, aber der ist sehr klein. Das heißt, das Verhältnis zwischen schweren Metallen wie Eisen zu den leichteren Metallen wie Silizium ist viel größer bei der Erde als bei dem Mond. Und das sagt aus, dass die Erde und der Mond nicht direkt auf ähnliche, auf gleiche Weise aus dem gleichen Material zusammengebaut sein können. Dann würden nämlich die Verhältnisse der Eisen- und leichtere Atome gleich sein. Jetzt gibt es diese dritte Theorie, und zwar, dass es einen riesen Zusammenprall gab zwischen zweier Körper. Die Idee dabei ist, dass es ganz im frühen Sonnensystem gab es ganz viele Planeten und manche von diesen Planeten, die stoßen zusammen. Und die Erde ist, oder die Protoerde ist laut dieser Theorie zusammengestoßen mit einem Planeten, der ungefähr so die Masse vom Mars hat. Das ist ungefähr 10-mal die Masse der Mond. Und das sehen Sie hier dargestellt in einer künstlerischen Darstellung. Aber das wurde natürlich auch ausgerechnet, um herauszufinden, was die Vorhersagen von diesem Modell sind. Stimmt das mit den Beobachtungen überein? Das hier ist ein numerisches Modell von so einem Zusammenprall, wo das ist jetzt etwas nach dem Zusammenprall, so eine Stunde vielleicht nach dem Zusammenprall. Und Sie sehen, dass die ursprüngliche Erde ist schon ziemlich verformt und da kommt ein Stück aus der Erde raus und das Material ist teilweise verdampft in Gas und das Gas rekondensiert wieder in ganz viele Steine und das wurde hier ausgerechnet von Professor Kokubo aus Japan und der hat genau ausgerechnet, wie die Steine um die Erde oder um das was übrig geblieben ist von der Erde, drumherum drehen und wie diese Steine zusammen klumpen, bis ein immer größerer Körper entsteht und zwar zum Schluss der Mond entstanden ist. Was sagt diese Theorie aus? Da dieser Aufprall so ist, dass der äußere Hülle von der Protoerde rausgedruckt wurde bei dem Aufprall, bedeutet das, dass vor allem das leichtere Material der Erde rausgedrückt wurde bei dem Aufprall. Dieser schwere Eisenkern, die es schon vorher gab, der bleibt intakt. Der wird nicht geändert. Und der Eisenkern von dem marsgroßen Objekt, der kann auch teilweise verschmilzen mit dem Eisenkern von der Protoerde. Und die leichteren Materialien drumherum, die fliegen weg. Das sind die Steine. Und das erklärt, warum der Mond so wenig Eisen hat. Weil die schweren Elemente, die sind hinterblieben in dem, was heute wir sind, der Erde. Und die leichteren Elemente, die in der äußeren Hülle waren, die sind gestreut worden um das, was übrig geblieben ist. Und daraus ist der Mond entstanden.
Das ist die heutige Theorie von, wie der Mond entstanden ist. Und damit bin ich eigentlich schon beim Ende meiner Vortrag und nehme auch gerne die Frage entgegen. Und ich lasse dann jetzt gleich erst auch mal ein letzte Transparent mit dem Titel von dem nächsten Vortrag morgen. Vielen Dank.